Der mutmaßliche Entführer von Cleveland, Ariel Castro, am Donnerstag vor Gericht. Die Liste der Vorwürfe gegen den 52-jährigen ehemaligen Schulbusfahrer ist lang. Ich werde jeden Akt sexueller Gewalt und Vergewaltigung untersuchen, jeden Tag der Entführung, alle versuchten und alle vorsätzlichen Morde, die der Angeklagte beging, indem er Schwangerschaften abbrach. Der Staatsanwalt kündigte zudem an, zu prüfen, ob Castro Verbrechen begangen habe, die mit der Todesstrafe geahndet werden können. Das Gesetz in Ohio sieht die Todesstrafe für die verdorbensten Verbrecher vor. Eine der drei entführten Frauen wird noch im Krankenhaus behandelt, die beiden anderen sind wieder bei ihren Familien. Inzwischen äußerte sich auch die Mutter des mutmaßlichen Entführers zur Tat. Ich sage Ihnen, ich habe einen kranken Sohn, der etwas sehr Schlimmes getan hat. Ich leide sehr darunter und ich bitte die Frauen und ihre Mütter um Vergebung. Die zwei anderen Castro-Brüder, die die Polizei ebenfalls am Montag festgenommen hatte, sind wieder auf freiem Fuß, nachdem die Ermittler festgestellt hatten, dass sie von der Entführung der drei Frauen nichts gewusst haben.